Hallo, mein Name ist Marius Ebert. In dieser Videoserie bereite ich Stoff auf in Frage- und Antwortform. Das ist sehr wichtig und sehr wertvoll für die Prüfungsvorbereitung. Schauen Sie für weitere Lernhilfen unbedingt unter www.spaßlerndenk-shop.de. Hier kommt die Frage bzw. Handlungsaufforderung. Sie erwartet von uns, zwei Beispiele zu nennen für Außen- und für Innenfinanzierung. Und die Antwort kann man sehr leicht liefern, wenn man die Struktur im Kopf hat. Außenfinanzierung unterteilt sich in Beteiligungsfinanzierung und Kreditfinanzierung. Also, wenn zum Beispiel eine Aktiengesellschaft Aktien ausgibt, dann ist das Beteiligungsfinanzierung und damit ein Beispiel für Außenfinanzierung, also Ausgabe von Aktien. Und die Aufnahme eines Darlehens wäre auch ein Beispiel für Außenfinanzierung. Innenfinanzierung, da wiederum gibt es vier Formen, zum Beispiel die Selbstfinanzierung. Das heißt, das Unternehmen finanziert sich aus den Gewinnen, die es kreiert, aus dem Cashflow, den es kreiert, durch die Umsätze, die dieses Unternehmen generiert, also die Selbstfinanzierung. Und die Finanzierung aus Abschreibung zum Beispiel wären die beiden Beispiele. Daneben, um es vollständig zu nennen, gibt es noch die Finanzierung aus Rückstellungen. Und die Finanzierung aus Vermögensumschichtung, also wenn man zum Beispiel eine nicht mehr genutzte Lagerhalle wieder zu Geld macht, das ist Finanzierung aus Vermögensumschichtung. Schauen Sie vor allem auch für diese strukturellen Dinge. Struktur ist sehr oft der Schlüssel zum Wissen. Schauen Sie für Lernhilfen unter www.spaßlerndenk-shop.de. Mein Name ist Marius Ebert. Dankeschön. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.